hier. Das ist Nürnberg. Jetzt wird erstmal ganz Nürnberg erklärt. Lukas, wie findest du es hier so? Hier auf der Burg, also als Förder muss ich sagen, ist schon auch eine schöne Aussicht, eine schöne Burg. Aber das ist auch das Einzige in Nürnberg. Vielleicht noch ein bisschen die Alte. Gut, dann gehen wir wieder. Ein wunderschöner guten Morgen. Was ist das für ein Schloss? Aber diese süchtigen Mädchen. Digga, meine Flagge. Das ist hier mein Leben. Ist mir egal, schau mal, wie tief das ist. Schau mal, wie tief. Aber als er dann quasi auf seinem Pferd saß, ist er davon geritten und ist hier, wie man hier sieht, mit seinem Pferd. Hier sind die Hufeisen. Ist er mit seinem Pferd auf die Burgmauer und über den Burggraben gesprungen. Also das ist quasi nur eine Geschichte, Legende. Nein, das. So, jetzt erzähl mal, wir haben gerade eine neue Tradition gestartet, nämlich das jährliche Birnenrennen. Ach so, ja. Ja, wir haben es gewonnen. Go, Birne, go. Wir haben es ganz klar gewonnen. Wir haben drei Autos geschafft, oder? Ja. Oder zwei Autos. Ja, vor allem schafft es die Birne bestimmt auch bis zum Hauptmarkt. Wir glauben an die Birne. Okay. Sie will nämlich sich verkaufen. Ja, also wir treffen die Birne dann in 10 Minuten wieder unten. Ja. Scheiße, mein Fahrrad! Oh nein! Ich glaub, oh nein! Raphael! Hallo Leute! Wir sind auf der Karlsbrücke, die Fake Karlsbrücke, die richtige Karlsbrücke liegt in Prag. Und wir haben Spaß. Hallo, wir haben jetzt eine tschechische Krone in das Brünne geworfen und wir hoffen, wir werden Glück ganz Jahre haben. Oder wie sie sagen, Smula? Pech. Oder Pech, ein ganzes Jahr haben. Warte, also, cut. War super. Ja, fand ich auch, war cool. Sehr gut, aber ich bin ziemlich durchgeschwitzt. So, wir waren gerade eben Lasertag, ne? Also. So ein bisschen das Mädchen erzieht. Ich hab leider verloren. Jetzt hab ich war 14. Punkt. Ja, es ist halt scheiße, aber doch, was soll ich dazu machen? Ja, auch mal ist gleich Loser, genau, aber davor war ich 3. Platz, ja? Und du warst immer 16. oder 18. Platz? Lieber 5. als 4. Oma. Ja, ich war 3. Hier ist noch ein sexy Sock. Und dann, ja, jetzt gehen wir zu Fürth im Wald, glaube ich. Wir gehen in Fürth im Wald, danach gehen wir dorthin und furzen mal ein bisschen. Mal. Wir sind jetzt gerade in Hersbruck und fahren gerade nach Schwandorf, weil da müssen wir umsteigen zum Zug nach Fürth im Wald. Und das dauert jetzt noch vielleicht eine halbe Stunde. Sag mal hallo. Hallo. Und dann sind wir auch da und dann melden wir uns wieder in der Jugend.